Ja, Shalom und Gottes Segen zusammen. Willkommen zu einem weiteren Video, in dem es heute um die einfache Frage gehen soll, was Gott eigentlich bedeutet. Und damit meine ich nicht das Wesen Gottes. Wir wissen, Gott ist Geist. Es soll auch nicht um den Charakter, um die Person Gottes gehen. Wir wissen, Gott ist Licht, Liebe, Gerechtigkeit und Einigkeit. Sondern es soll vielmehr darum gehen, was das Wort Gott eigentlich im hebräischen Kontext bedeutet. Denn wir wissen, die Bibel wurde ja nicht auf Deutsch offenbart und niedergeschrieben, sondern auf Hebräisch im Original im Alten Testament, im Tanach. Und da wollen wir uns mal anschauen, was das Wort Gott eigentlich für eine Bedeutung hat. Das Wort Gott im Hebräischen nämlich heißt Elohim und Elohim übersetzt heißt so viel wie Mächtiger oder Machthaber. Und wir wissen, das mächtigste Wesen, das es gibt, ist natürlich der höchste Gott, der Vater. Und um das deutlich zu machen, wie das die Bibel handhabt, wollen wir uns mal ein Beispiel anschauen zunächst, nämlich Psalm 82, Vers 1. Da heißt es zunächst in der Luther-Übersetzung 2017, Gott steht in der Gottesgemeinde und ist Richter unter den Göttern. Wir sehen also, es gibt nicht nur Gott, der Richter ist in der Gottesgemeinde, sondern auch unter den Göttern. Es gibt also mehrere Götter. Und den Unterschied werden wir im Laufe des Videos versuchen, so leicht wie es möglich ist, euch zu erklären. Und ich hoffe natürlich, dass mir das mit Gottes Hilfe irgendwie gelingt. Wir sehen hier also die Luther 2017 Übersetzung. Jetzt schauen wir uns die Schlachter 2000 Übersetzung an. Denn da heißt es, Gott steht in der Gottesversammlung, inmitten der Mächtigen richtet er. Hier sehen wir also genau das, was das Wort Gott oder Götter Elohim bedeutet. Nämlich Mächtiger oder Machtwesen, Machthaber. Und da kommt es natürlich auf den Übersetzer drauf an, schreibt man da jetzt Gott oder Mächtiger oder Götter oder Mächtigen, wie dem auch sei, das bleibt dem Übersetzer überlassen. Und deswegen wollen wir deutlich machen, es gibt nicht nur Gott, es gibt auch Götter. Und wir wollen uns mal anschauen, wer in der Bibel als Gott bezeichnet wird. Zunächst auch unter anderem ein Mensch, nämlich Moses. In Exodus 7, Vers 1 heißt es, Und der Herr sprach zu Mose, Siehe, ich habe dich, dem Pharao, zum Gott gesetzt, und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Vergleichbar leider so auch, wie es der Antichrist umsetzen wird. Auch er wird sich ja laut Bibel in den dritten Tempel setzen und als Gott ausgeben. Und er wird auch einen Propheten haben, den falschen Propheten, das Tier. Und hier sehen wir auf jeden Fall, dass auch Moses, also ein Mensch im Alten Testament, als Gott bezeichnet wird, weil natürlich auch Moses mächtig war, wahrscheinlich die zweitmächtigste Figur nach Jesus Christus in der ganzen Bibel, wenn man jetzt von Menschen einfach mal ausgeht. Und hier sehen wir auf jeden Fall Mose als Gott bezeichnet. Einen anderen Gott wollen wir uns anschauen im Neuen Testament, 2. Korinther 4, Vers 3, da heißt es, Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat. Ja, und der Gott dieser Weltzeit, also jemand, der sehr mächtig ist, ein Machthaber über die Nationen noch, ist Satan der Teufel. Um den geht es hier und er ist auch Gott, der Gott dieser Weltzeit, so wie Moses zum Gott eingesetzt wurde über den Pharao. Wir lesen aber uns, es gibt ja Unterschied zwischen Gott, den Schöpfer sozusagen, und den Göttern. Im Psalm 95 ab Vers 3 und in Kapitel 136 Vers 2 heißt es, Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Dankt dem Gott der Götter, denn seine Gnade wird ewiglich. Wir sehen also natürlich, Gott ist groß und auch ein großer König. Und dieser Gott, der ist über alle Götter. Sei es Moses, sei es über Engelwesen, die auch als Götter bezeichnet werden, oder sei es über irgendetwas anderes, denn er ist der Gott der Götter. Und das macht deutlich, dass es einen Unterschied gibt zwischen Gott, dem Höchsten, zwischen dem Sohn Gottes und auch zwischen den anderen Göttern. Und Moses, Satan sind nur zwei Beispiele. Denn wir lesen in Johannes 20, Vers 28, Thomas sprach zu Jesus nämlich mit der Bezeichnung, mein Herr und mein Gott.
Wir sehen also auch hier, dass auch Jesus als Gott bezeichnet wird und natürlich vollkommen zu Recht, denn Jesus sagte danach, glückselig bist du Thomas, denn du hast es erkannt, glückselig sind die, die mich nicht gesehen haben und trotzdem erkennen, nämlich dass Jesus unser Herr, unser Gott ist, diese Bezeichnung ist richtig, aber was ist der Unterschied? Wir lesen im Psalm 135, Vers 5. Denn ich weiß, dass der Herr groß ist. Ja, unser Herr ist größer als alle Götter. Die Frage, die ich jetzt stellen möchte, ist Jesus größer als alle Götter? Die Frage wollen wir Jesus selbst beantworten lassen. Er weiß es schließlich am besten. In Johannes 10, Vers 29, in Kapitel 14, Vers 28 und in Kapitel 20, Vers 17 sagt unser Herr, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, also auch größer als Jesus. Jesus sagt, ich gehe zum Vater, denn mein Vater ist größer als ich. Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Wäre Jesus, sozusagen wie wir gelesen haben im Psalm 135, Vers 5, größer als alle Götter, dann wäre er der himmlische Vater. Aber Jesus ist der Sohn Gottes und hat einen Gott über sich, der größer ist als alle und größer als der Sohn, nämlich der Vater. Deswegen der Vater ist größer als alle Götter, sei es Moses, Satan, irgendwelche Engel und auch als Jesus Christus, der Sohn. Denn wir wissen ja auch im Neuen Testament heißt es, dass das Haupt der Frau der Mann ist, das Haupt des Mannes ist Jesus und das Haupt von Jesus ist der Vater. Da gibt es natürlich eine Hierarchie, genau wie im Himmel, so auf Erden, so soll ja auch der Wille Gottes geschehen. Deswegen schauen wir uns mal an, was es dann bedeutet, der Unterschied zwischen Jesus und dem Vater, denn wir lesen, Jesus hat einen Gott, den Vater. Der Vater hat keinen Gott, denn der Vater ist der Allerhöchste, der Gott aller Götter. Und das ist eben der große Unterschied. In Hebräer 1, Vers 7 heißt es, von den Engeln zwar sagt er, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen, aber von dem Sohn, von Jesus, dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Also Jesus hasst die Gesetzlosigkeit, weil Gesetzlosigkeit ist ja Sünde. Und darum hat dich, o Gott, Jesus, dein Gott, der Vater, gesalbt mit Freudenöl mehr als deine Gefährten. Also Gott hat einen Gott, Jesus, der Sohn Gottes, der mein Herr und mein Gott ebenfalls ist, hat aber einen Gott, nämlich den Vater, den Allerhöchsten, denn Jesus ist laut Bibel der Sohn des Allerhöchsten, der Allerhöchste aber ist der Vater allein. Und um das deutlich zu machen, wollen wir uns zum Schluss noch folgenden Bibelvers anschauen, beziehungsweise es sind zwei, die das Ganze einfach kompakt prägnant zusammenfassen. 1. Korinther, Kapitel 8, die Verse 5 und 6, da heißt es, denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel, und wir wissen, Engel können, wie auch Satan, als Gott Götter bezeichnet werden, oder auf Erden, wie Moses, der auch als Gott bezeichnet wird, wie es ja wirklich viele Götter gibt und viele Herren. Es gibt also viele Götter und viele Herren. Das ist etwas, was zum Beispiel für Muslime kaum zu verstehen ist, denn da gibt es halt einen Gott, Allah, und sonst gibt es halt keinen Sohn Gottes, keine Götter, Engel, wie, also Götterwesen, die als Götter bezeichnet werden. In der Bibel ist es aber anders. Denn so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn, und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir für ihn. Einen Gott, einen Herrn, der Vater, unser Gott und sein Sohn Jesus Christus, der Sohn des Allerhöchsten Gottes. Man könnte sagen, sozusagen der Vizegott, wenn man das mal überhaupt politisch ausdrücken darf, damit es einfach besser zu verstehen ist. Und genau so ist es eben auch, wenn es um die Hierarchie geht. Das ist es, was Gott ausmacht. Es gibt, wie gesagt, Personen in der Bibel, die als Gott bezeichnet werden, Menschen und Engel.
aber es gibt eben nur einen Allerhöchsten, und das ist der Vater, zu dem Jesus gebetet hat, der selbst sagte, dass es sein Gott ist. Und an dem halten wir natürlich fest, denn im Namen von Jesus beten wir auch zum Vater. Und dann, eines Tages wird die ganze Wahrheit ans Tageslicht kommen und Jesus wird alle offenen Fragen beantworten, denn er ist das Licht der Welt und das Wort Gottes, und möge die Wahrheit euch erleuchten. Amen und Gott segne euch.